Ihnen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Ja, mit dem Hochzeitskleid oder Verlobungskleid hinter mir sitzend begrüße ich euch ganz herzlich. Und es ist noch stockdunkel, müsste so 7:15 sein. Und genau, ich beginne meinen Tag jetzt. Ich werde ein bisschen arbeiten und die Kinder gehen bestimmt auch gleich weg. Und dann gehen wir ins Wohnzimmer und noch easy Verissa. Aber ich wollte euch ganz kurz begrüßen. Ich habe richtig schlecht wieder geschlafen. Das ist, ja, die erste Nacht habe ich ganz gut geschlafen, aber ich wache andauernd auf, ne, jede halbe Stunde. Das Ding ist auch, dass ich hier keine Uhr habe. Ich habe hier keinen. Ja, keine Uhr, wo ich drauf gucken kann. Wisst ihr, ich brauche nachts eine Uhr. Ich muss unbedingt wissen, wie spät das immer ist. Ich bin ein richtiger Uhrmensch. Ohne Uhr kann ich nicht leben. Das ist sehr, sehr eigenartig. Aber wahrscheinlich typisch deutsch, ne? Ja, so ist das halt. Genau. Also, hier sitze ich auch noch in einer anderen Position. Ich weiß nicht, wo der Spiegel herkommt. Wahrscheinlich aus dem Flur, ne? War der im Flur? Ich glaube, der war im Flur. Warum haben die den da hingestellt? Das weiß kein Mensch, ne? Ja, jedenfalls, heute ist Dienstag und ich bin heute wieder zu Hause, weil ich habe hier ja noch gar nicht geputzt, ich habe gar nicht sauber gemacht, das will ich heute machen. Allah, ich weiß, wenn ich es dann schaffe. Na, ich habe wirklich gestern den ganzen Tag nur gearbeitet, ich habe überhaupt nichts geschafft gefühlt. Mal gucken, ob ich das heute besser hinkriege. Ich muss auch Videos drehen, mein Vorrat ist schon langsam wieder aufgebraucht, ich hatte gestern schon Probleme. Was zu finden in meiner Riesenliste da. Na gut, ich wünsche euch jedenfalls ganz viel Spaß heute. Ganz dunkel noch. Ich habe das Licht ausgemacht jetzt. Ich arbeite immer im Dunkeln, wisst ihr ja. Wenn ich die Möglichkeit dazu habe, mache ich Licht aus. Ich mag kein künstliches Licht, ich hasse es. Ja. Sieht so aus, als sei es wieder bewölkt. Jetzt kommt, glaube ich, die S-Bahn oder ein Auto. Ein Auto. Fenster habe ich aufgemacht, damit ein bisschen frische Luft reinkommt. Und nun beginning the work. Noch ein bisschen frische Luft einatmen. Was? Da ist auch keiner drin. Obwohl das ja eigentlich relativ spät ist, ne? Schon für Deutschland. 7:15. Jetzt mal die Atemübung, weil ich wusste schon wieder, ich soll hier ein Liegen machen, also 7-mal. Hier weh in der Brust, ne? Aber es geht nicht so schlimm wie gestern, Alhamdulillah.
Man soll ja gar nicht glauben, wie schwer das ist zu atmen eigentlich, ne? Das Einatmen, also hier in der Brust den Atem zu halten, das tut echt schwer. Das ist wirklich nicht einfach, ne? Für Menschen, die Probleme haben. Also ich kann, Alhamdulillah, ganz gut einatmen inzwischen. Also eben ging das noch, also wirklich richtig gut, Schuckel, aber das Halten, ne, des Atems in der Brust dann, wenn du am Anschlag bist, das ist wirklich sehr, sehr unangenehm, komisch, ne? Naja, Leute, ich wollte jetzt hier irgendwas machen. Wo habe ich denn das hin? Ja, genau, ich muss mal in meine Tasche ran. Und dann muss ich noch ein paar Sachen erledigen und dann starten wir in the day. Ich bin jetzt dabei, mir wieder Frühstück zu machen. Und Leute, wisst ihr, ich habe gestern Abend ja noch den Kuchen geschafft, ne? Fast. Also ein Stück ist da immer noch. Von diesem Bäckereikuchen. Aber die Schokodinger sind hier alle noch. Und das muss ich jetzt essen, ne? Deswegen mache ich mir kein normales Frühstück. Sondern ich werde jetzt diese Dinger essen, weil sonst geht das im Müll. Heute muss das weg. Ich habe hier ja so viele tolle Schoko-Dinger und alles, das werde ich jetzt essen. Das ist mir leider noch mal eine Sache. Genau. Also, das essen wir jetzt erstmal. Und dann mache ich mir schon Kaffee dazu. Ich habe mir schon einen Löffel reingetan. Das kann ich schon mal alles wegtun hier wieder. Ein Löffel Instant-Kaffee ist schon intus. Und dann weg. Ja, die Kinder waren wieder lange hier. Wir haben wieder Halay geübt. Türkische Tänze. Gestern Abend war hier wieder ordentlich was los. Und die Geschenke sind fertig. Ich halte noch nicht ganz drauf. Es ist auch noch nicht alles. Natürlich kommt noch was dazu, Alhamdulillah. Aber soweit, so gut. Haben wir schon mal soweit vorbereitet. Wir haben hier auch noch ein paar Utensilien liegen. Die sind übrig geblieben. Und nu würde ich sagen, zeige ich da mal nicht so viel von, weil ne? Soll ja auch noch ein bisschen überraschend bleiben. So, jetzt Kaffee und erstmal ein wenig ausruhen. Ich habe nämlich schon wieder seit Stunden bin ich hier schon wieder am Arbeiten. Jetzt will ich einmal noch die Wellensittiche drehen, will ich auch noch mal shorten kurz. Und dann würde ich sagen, das ist mein Frühstück. Ungesund, aber sonst geht es im Müll, ne? Weil es ist jetzt schon ein wenig älter, das Gebäck. Ja, ja, Schatzi, ist ja gut. Ja, muss auch aufgenommen werden. Na komm. So. Ich habe jetzt bis 1 Uhr meine Videos eingestellt. Ne, bis 12 Uhr um 1 Uhr muss ich gleich noch einstellen. So war das. Ich mache ja immer. Entschuldigt bitte, meine Videos. Meine Vlogs stelle ich immer um 1 Uhr ein. In Deutschland. So, jetzt habe ich Kopfschmerzen gekriegt. Eigentlich bin ich jetzt schon richtig müde. Bin ja auch schon seit, weiß ich nicht, richtig früh dabei. Ganze Zeit in diesen Kleidbildschirm zu gucken, ne? Ich will aber jetzt mal die Wäsche von meinem Sohn waschen. Ach nee, Janet hat Verbot erteilt. Oh no. Sie hat gesagt, ich soll die Wäsche nicht waschen, weil ich immer alles durcheinander bringe. Und ihre Wäsche mit der Wäsche meines Sohnes verwechseln. Und dann findet sie ihre Sachen nicht. Deswegen darf ich das gar nicht. Also, dann lassen wir das. Mit die Vögelchen sind auch am Start. Ich habe immer das Gefühl, dass der Blaue von dem so ein bisschen unterdrückt wird. Ich glaube, er ist der Chef und er muss gehorchen. Oder sie oder wie auch immer. I don't know. Ich glaube, es sind beides Männchen, aber ich weiß nicht. So, ein bisschen frische Luft, weil mein Kopf, aua. Ach, Leute. Wir haben heute Abend vielleicht vor, Allah is in verse, das haben wir jedenfalls gestern besprochen, heute Abend in die Werkstatt zu gehen von Ghazi, weil wir Hawaii üben wollen. Naja, ich nicht, aber mein Sohn, ne? Der ist ja Bräutigam und der muss auch ein bisschen, das ist immer ein ganz großes Ereignis, ne? Da müssen die so ein bisschen das Tanzen üben. Die müssen ja dann auch Bash-Check-Check, also die müssen ja dann sozusagen als
erster in der Schlange tanzen, die Bräutigam-Leute. Und die sind ja auch im Fokus der Gesellschaft, deswegen muss man ein bisschen üben. Aber macht das schon ganz gut. Wir haben die Lange gestern ja und vorgestern auch schon geübt. Und deswegen haben wir gedacht, wir gehen heute in die Werkstatt von Gazi. Und da ist ja viel Platz. Da kann man da auch volle Musik aufmachen und tanzen üben. Haben wir uns so überlegt, Allah is in Versa. Also wenn mein Sohn früher Feierabend hat, also mein Sohn hier lebt, und dann fahren wir vielleicht hin. Mal schauen, wie wir das zeittechnisch hinkriegen. Mal schauen. Also ich jedenfalls, mir ist ein bisschen übel vom Kopfschmerzen und vom in den Bildschirm schauen, wirklich. Ich wollte auch meinen Tee jetzt trinken, aber ich denke, vielleicht lege ich mich einen ganz kleinen Moment hin, weil, keine Ahnung, es ist schon unangenehm gerade. Naja, ich würde sagen, das mache ich mal so eine halbe Stunde, lege ich mich hin. Vielleicht wird es dann besser. Ein bisschen lasse ich hier auf die... Oh no, was habe ich hier denn gemacht? Oh no, ich habe es verkehrt gemacht. Hallo? Hat das jetzt so geklackt? Mein Gott. Ich dachte, ich das Fenster kaputt mache hier. Ich lasse das ein bisschen mal auf. Mensch. Oh. Hä? Gott. Das fehlt mir gerade noch. Ich lege mich ein bisschen hin. Meine Kleider und so sind auch alle trocken. Die müsste ich aber jetzt auch langsam mal einsammeln. Ne? Ich werde mir die Wäsche einsammeln. Weil Janet braucht den Wäscheständer gleich, wenn sie kommt. Die hat nur 2 Stunden Schule heute. Dementsprechend wird sie sich ja auch gleich waschen wollen dann. Ich nehme mal meine Sachen alle mit. So, ich hatte heute Morgen geguckt, ich wollte diesen Pullover anziehen, aber der war noch ein bisschen feucht. Jetzt ist er trocken. Fast. Also eine ganz kleine Restfeuchtigkeit habe ich tatsächlich noch. Und ja, ich will ja auch eigentlich hier mal aufräumen. Adelias Zimmer hat es nötig. Aber bin immer noch nicht da, so wirklich zu kommen. Jetzt hätte ich Zeit und jetzt will ich mich eigentlich eher hinlegen, weil ich Kopfschmerzen habe. Das mache ich auch. Ich sehe mich ein bisschen wenigstens. So. Dann kann sie nämlich den Wäscheständer wieder haben. Und ich mach dann ein bisschen die Augen zu. Jens kommt sicherlich gleich wieder. Es ist relativ spät gegangen. Ich glaube, es ist um 10 oder so weg. Genau. So. Ah, hier ist auch noch eine Socke. Guck mal. Die war wahrscheinlich irgendwo in der Hose drin. Okay. Die Wäsche riecht so gut. Ne? Ich weiß ja nicht. Ich habe eigentlich nur mit Spee gewaschen. Richtig eigentlich. Auch der. Habe ich Beispiele in die Maschine gemacht? Ich glaube nicht, ne? Riecht richtig gut. Ich habe doch gar kein Beispiel.